Ehre sei Gott in allem. Liebe Schwestern und Brüder, dieses Wort, das letzte überlieferte Wort des Johannes Chrysostomus, es soll uns begleiten. In jeder Lebenssituation. Er spricht es, vollkommen erschöpft, am Rand seiner Kräfte. Und schließlich stirbt er mit diesem Wort, irgendwo an der Grenze zu Armenien. Die zweite Verbannung. Dieser Johannes von Antiochien, den man Goldmund Chrysostomus nannte, ist nicht irgendwer. Er ist der Patriarch von Konstantinopel, der Reichshauptstadt. Ein einflussreicher und gefragter Mann, aber eben zu ehrlich. Man schickt ihn zum zweiten Mal in die Verbannung, zuerst an einen Ort, zu dem noch einige Leute hingelangen können, irgendwie. Es ist noch zu viel, er ist noch zu erreichbar. Also jagt man ihn gleich an den zweiten, den er nicht mehr erreichen wird, weil er vor Erschöpfung unterwegs stirbt. Ehre sei Gott in allem. Es ist schön, wenn unsere Wochentagslesungen, das Pauluswort aus dem ersten Korintherbrief, wie auch dieses strenge und deutliche Wort Jesu mit diesem Tag des Johannes Chrysostomus zusammenfallen. Denn beide Texte helfen uns, diese Gestalt besser zu verstehen. Er, der von Anfang an bemüht war, diesen Weg der Bildung, den er gegangen ist, wir würden heute sagen, er ist ein typischer Intellektueller, der zuerst seinen Weg zu den Mönchen findet, aber dann durch eine Krankheit abgehalten wird und dadurch zurückgeführt und zu seiner eigentlichen Berufung, nämlich dem Predigen, kommt. Paulus sagt hier, die Erkenntnis macht aufgeblasen. Das finden wir bei Chrysostomus nicht, sondern wir finden von Anfang an das Bemühen, Erkenntnis, also theologische Erkenntnis, und Wissen mit dem Leben in Einklang zu bringen. Das muss deckungsgleich sein. Und es geht eben nicht darum, die Einfachen mit theologischen Redewendungen, das geht immer ganz leicht, wenn man ein bisschen rhetorisch begabt ist, und das war Chrysostomus, an die Wand zu spielen, sie platt zu machen. Sondern gerade der Blick auf die einfachen Leute ist für Chrysostomus ein ganz wichtiges Kriterium seiner bischöflichen Tätigkeit. Seiner priesterlichen, seiner Predigtätigkeit und seiner bischöflichen Tätigkeit. Das gefällt nicht allen. Allen voran jener Madame nicht im Kaiserhof, die sich die Kaiserin nennt. Er nimmt natürlich da bei der Predigt kein Blatt vor den Mund. Die Erkenntnis, die aufgeblasen macht, ist nie mit dem Leben deckungsgleich. Paulus exerziert das hier vor am Beispiel des Götzenopferfleisches. Diese feinen Distinktionen, die die Intellektuellen treffen können. Ja, ist doch klar, wir wissen, es gibt gar keine Götter. Logo, also gibt es auch kein Götzenopferfleisch. Kannst da ruhig alles essen, macht nichts, kein Problem. Aber der Einfache sieht, dass man vom Götzenopferfleisch nimmt. Dem kann man 100-mal erklären, ja, aber du denk doch mal klar nach. Es gibt doch gar keine Götzen. Er versteht es nicht. Es ist für ihn anstößig. Und Paulus kommt dazu zu sagen, das Kriterium christlichen Lebens ist, dass beides sich beeinflussen muss, Leben und Erkenntnis. Lieber esse ich überhaupt nie mehr irgendein Stück Fleisch, als meinem Bruder Anstoß zu geben. Und das heißt, Christus Anstoß zu geben. Wir sollten dieses Kriterium einmal anlegen auf diese intellektuellen Verrenkungen, die wir im Moment aufführen in den derzeitigen kirchlichen Diskussionen, wo man immer schon drei Lexikabände braucht, um irgendeinen Gedankengang zu verstehen. Was den Einfachen, denen, die sich an die Regeln halten, nie in den Sinn käme, was sie nicht verstehen, was sie nicht nachvollziehen können, hier ist das Kriterium. Und Chrysostomus, nicht zuletzt mit seiner armen Fürsorge, immer den Blick auf die Armen gerichtet. Er lebt es vor. Es ist ihm bis zum Schluss wichtig, Erkenntnis und Leben in Einklang zu bringen. Und nach dem, was er alles mitgemacht hat,
all die Fallen, all die Intrigen, all das Gezänk, übrigens auch innerkirchlich, keineswegs nur von kaiserlichen Beamten oder von der kaiserlichen Familie, was ihm am Schluss Verbannung einträgt, Synoden, die ihn abgesetzt haben, Patriarchen, die ihm übel mitspielen, die Mönche gegen ihn in Stellung bringen. Hieronymus verbrennt sich einige Male aufgrund seiner falschen Informationen tüchtig den Mund über Chrysostomus und zerreißt sich selbigen. All das mündet trotzdem am Ende in den Satz: Ehre sei Gott für alles. Vielleicht ist das stärkste Zeugnis dieses Heiligen bei all seiner Redegewandtheit, bei all dem, was er uns an Schrifttum hinterlassen hat, die vielen Predigten, die vielen Briefe noch aus dem Exil, die Kommentare, etwa vor allen Dingen zum Matthäusevangelium, dass ein Leben trotz seiner Verfolgung, trotz der Ärmlichkeit, trotz der Erschöpfung bis zum letzten Atemzug noch so viel Atem hat, so viel Geistlichkeit, so viel Kraft des Evangeliums, dass man das sagen kann und damit stirbt. Ehre sei Gott für alles.